V65001 der Osnabrücker Eisenbahnfreunde vor einem Sonderzug auf der Kurhessenbahn. Sie ist die letzte betriebsfähige von 15 vierachsigen Stangendieseloks, die Mitte der 50er Jahre den Dienst bei der Bundesbahn angetreten haben. Die V65 der DB gehört zum erfolgreichen MAK-Typenprogramm, das von 1953 bis 1969 fast 500 Dieselloks mit Stangenantrieb hervorgebracht hat, mit Motorleistungen zwischen 575 bis 1200 PS. Die Maschinen sind lange Jahre bei Privatbahnen und im Ausland unterwegs gewesen. Einige fahren heute noch, verdienen ihr Brot im Bauzuggeschäft oder im Museumsbetrieb, wie V2004 der Landeseisenbahn Lippe. Auch die Museumsbahn Bederkeser Bremerhaven fährt regelmäßig mit ihrer V65-02. Unter der Nummer 4601 rollt diese 600D. Heute gehört sie der Arbeitsgemeinschaft Verkehrsfreunde Lüneburg, kurz AVL. Auch die Lok Inge der Brohltal-Eisenbahn ist lange betriebsfähig gewesen. Hier noch im aktiven Rangierbetrieb. Im ehemaligen Zechenbahnhof Piesberg haben die Osnabrücker Dampflokfreunde ihr Domizil. Seit Jahren wird hier V65001 gehegt und gepflegt. Blicken wir kurz in die Geschichte und auf die Technik. Mit der Fabriknummer 600004 wird sie im April 1956 bei MAK in Kiel abgenommen. Einen Monat später erfolgt die Indienststellung als V65001 im BW Marburg. Bis Juli 1956 werden dann ihre 14 Schwestern ebenfalls in Marburg stationiert. Zum ersten Aufgabenprogramm gehören Personenzüge auf den Strecken rund um Marburg. Der Dampfbetrieb wird dort abgelöst. Typisch für die MAK-Stangendieselokfamilie ist das hohe Führerhaus. Davor und dahinter, in den Aufbauten, sind der Motor, die Abgaskesselanlage, der Kraftstofftank und andere Hilfseinrichtungen untergebracht. Das dreistufige Voigt-Flüssigkeitsgetriebe liegt unter dem Führerhaus. Über eine Blindwelle werden mittels Kuppelstangen die Radsätze angetrieben. Lokführer und Betriebsleiter Sascha Didden kennt seine Maschine. Das ist die V65001. Das ist eine vierachsige Stangendiesel-Lokomotive der Deutschen Bundesbahn gewesen. Davon gab es nur 15 Stück. Und die Bundesbahn hat sich dann seinerzeit für diesen
Prototypen halt eben nicht entschieden und ist dann auf die V100 gegangen. Markant ist die Geräuschkulisse. Ein 650 PS starker Sechszylinder-Schiffsdiesel mit nur 750 Umdrehungen pro Minute sorgt für den Antrieb. Für eine Sonderfahrt rangiert die 001 an den Museumszug. Seit wann ist denn die V65 hier heimisch? Der Verein ist im Besitz der Lokomotive seit 1989, wenn ich recht informiert bin. Und seit 1999 läuft sie wieder. Und wie lange darf sie jetzt noch fahren? Sie darf jetzt noch bis 2020 fahren. Hat dann aber noch die Möglichkeit, zweimal um ein Jahr die Revision zu verlängern, also bis eigentlich 2022.